Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Reise-Episode. Heute nehme ich euch mit an den schönsten Strand der Welt und wahrscheinlich auch eine der schönsten Inseln auf dieser Welt. Und zwar geht es heute nach Ladique auf den Seychellen. Eine weitere Seychellen-Episode steht an und ich freue mich, euch mitzunehmen. Ich werde euch ganz, ganz viele Tipps vermitteln, was ihr hier machen könnt und wie das Ganze auch on a budget funktioniert. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns gleich direkt nach dem Intro. Tschaußen. Das muss ich jetzt mal kurz ausnutzen. Bis gleich. Wir sind gerade auf Sunrise Mission zur Anse Source d'Argent, einem der schönsten Strände, offiziell ausgezeichnet durch, glaube ich, National Geographic und zu dem meist fotografiertesten Spot hier auf den Seychellen. Und wir haben es von der Unterkunft aus nur 10 Minuten mit dem Fahrrad. Fahrräder stehen bereit und ich würde sagen, wir radeln mal los. Es hat ein bisschen geregnet, heute soll wohl nicht so gutes Wetter werden, aber wir schauen mal, vielleicht klart es ja gleich ein bisschen auf. 12 Sekunden später. Nicht alles verläuft immer mega nach Plan, aber das Leben wäre auch irgendwie ja, traurig, wenn alles mal so laufen würde, wie man sich das vorstellt. Und wir sitzen hier gerade unter so einem Shady, weil es übelst gewittert, aufs Übelste. Wir haben gerade Donner, Sturm, tropischen Regen, alles Mögliche. Sitzen hier gerade an dem schönsten Strand der Welt und es ist tatsächlich wunderschön. Wobei ich sagen muss, bei Gewitter auch eine einzigartige Atmosphäre. Man nimmt einfach diese Gerüche wahr, die von dem Regen kommen und von der ganzen Natur. Und ja, wir warten mal hier, bis es ein bisschen aufklart und wir werden euch heute auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr von der Insel zeigen. 100%, egal was für ein Wetter es ist. Freunde, wir sind jetzt gerade in so einem Hinterhof, gibt es eine Local Bakery und da gehen wir jetzt gleich erstmal rein und holen uns was Leckeres zum Futtern. Was gibt's denn hier? See you guys, bye! Was ein Ort, um zu frühstücken, Leute. Oh mein Gott, das kann doch nicht echt sein, ey. Wir mussten natürlich auch das Local Breakfast probieren. Wir haben hier eine Fish Quiche, dann haben wir Fish Cake. Ich bin sehr gespannt auf das hier, sieht eher aus wie so eine kleine Frikadelle. Dann haben wir Fish Samosas. Wenn ihr noch nicht Samosas probiert habt, ich habe die letztens das erste Mal in Portugal probiert. Leute, das Zeug ist einfach nur lecker. Natürlich Croissant und Banana Cake bzw. Banana Bread. Und jetzt kommt gleich noch unser Kaffee. Boah. Wir haben zwar den Sturm unseres Lebens erwischt, aber schaut euch das mal an hier. Schaut euch das mal an. Wir frühstücken jetzt mal kurz was und dann zeige ich euch mal ein bisschen Ausblick hier nach draußen. Thank you so much. You're welcome. This looks fantastic. Weiter zum Nationalpark. Let's go. Let's roll it. Morning. Hi. Alles super freundlich hier, ey. Ohne Spaß. Das ist richtig so Island Vibe. Alle happy. Thank you.
So, wir sind jetzt gerade am L'Union Estate angekommen. Das ist der Nationalpark hier, beziehungsweise UNESCO-Weltkulturerbe-Park. Und hier kommt man rein, hier zahlt man, glaube ich, eine kleine Fee und dann darf man den Park hier zusammen besuchen. Meine Lieben, wir sind gerade angekommen an dem wohl schönsten Strand der Welt, die Anse Source d'Argent. Wunderschön mit diesen Felsformationen, einfach nur einmalig auf dieser Welt. Und ich muss sagen, in real life, man fühlt sich wie in einem Hollywood-Film, wie in Jurassic Park, einfach nur einmalig. Diese Granitfelsen und vor allem diese Farben, die hier zur Geltung kommen. Ich könnte hier tatsächlich mindestens 2 Wochen lang verbringen. Das ist unfassbar schön. Also jetzt weiß ich, warum alle gesagt haben, du musst nach Ladique kommen und die Insel besichtigen. Also wir sind gerade hier durch den Park gelaufen. Der Park an sich ist wunderschön, aber hier der Strand, das ist das absolute Highlight. Ich weiß nicht, was diesen Strand noch toppen kann. Und ich würde sagen, jetzt ist es Zeit für ein paar Beauty-Shots. Genießt den Augenblick und ich versuche euch den Strand so nah wie möglich zu präsentieren und den euch einfach auf die Bildschirme zu Hause zu knallen. Das ist einfach nur traumhaft und ich genieße jetzt auch mal die Aussicht. Bis gleich. Leute, es ist leider soweit, wir müssen wieder weiter. Wir haben gerade auch noch 2 Freunde gemacht hier. Die Doggies, die sind auch mit an den Strand gekommen und wir zischen jetzt mal weiter, damit ich noch ein bisschen mehr Impressionen von der Insel euch zeigen kann, damit ihr seht, was man hier überhaupt erleben kann. Ja, also ich bin jetzt schon komplett geflasht, Leute. Chubby! 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 Ihr wollt alle streicheln, Einheit, ne? Hä? Wollt ihr alle streicheln? Sieht zwar gerade aus, als wäre ich im Dschungel, aber wisst ihr, was das hier für Pflanzen sind, Freunde? Das, meine Lieben, sind Vanillepflanzen. Die wachsen nämlich auch hier im Park. Und was die Besonderheit an diesen Schoten hier ist und was den Geschmack so richtig intensiviert, soll wohl das Beet sein. Und zwar wachsen die hier auf den alten Kokosnusshüllen und das soll wohl richtig guter Dünger sein für die Vanilleschoten und deswegen sollen die hier wohl am besten schmecken. Ich weiß es nicht, aber ich finde es einfach unfassbar faszinierend, wie das Ganze hier aussieht. Und um ehrlich zu sein, wusste ich bis vor kurzem selber nicht, wie so eine Vanillepflanze aussieht. Und ja, meine Lieben, das hier ist eine Vanilleplantage.
Leute, weiter geht's mit dem Fahrrad. Hier sind schon wieder tausende Moskitos unterwegs. Und das Ganze natürlich barfuß. Island Life, Leute, so gehört sich das. Aloha. So Leute, wir sind jetzt gerade an den Grand Anse. Wir holen jetzt beim Kollegen eine Kokosnuss. Was ist ihr Name? Andrea. Ja, Mann. Der macht uns jetzt gerade eine Kokosnuss ready. Wow. With some decoration. Ja, yeah, you got drinking and essen. Very good. Beautiful. Drinking, nice. Oh, wow. Thanks a lot, man. You get essen. Thanks. Cheers, bro. Cheers, bro. Leute. Now you are far away. Life is good. Die Grand Anse, einer der größten Strände hier wieder auf La Digue. Ungefähr, wie lange sind wir gefahren? 20 Minuten? Von dem Nationalpark sind wir ungefähr 20 Minuten hier hingefahren. Komplett durch den Dschungel. Denkt dran, Moskitos sind überall. Aber jetzt heißt es erstmal einen kleinen Drink genehmigen. Leute, komplettes Refreshment. Komplettes Refreshment. Wow, epic. I make a photo for you if you want, for the two. We want a photo together. What's up? Thanks for the coconut, man. Cheers, man. You're a lifesaver. André hat's richtig drauf. Kokosnussfleisch, Sugar, Lime Juice. Wow. Wow. Amazing. Leute, das ist so lecker. Diese Kombi habe ich noch nie gegessen. Ich glaube, das werde ich mir zu Hause auch mal machen. Unfassbar. Leute, die Grand Anse, einer der größten Strände hier. Da ist auch André. Ihr könnt bei ihm eine Kokosnuss holen. Really, really good with the sugar and the lemon. Solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Und normalerweise hat die auch noch so ein Barbecue offen. Aber heute haben die leider geschlossen. Und ja, wir müssen uns, glaube ich, woanders nochmal Food besorgen. Aber der Strand an sich ist schon richtig, richtig sexy. Und wenn man hier noch einen gegrillten Fisch essen kann, wow! Besser geht's, glaube ich, gar nicht. Alle Strände auf La Digue sind richtig, richtig Hammer. Und vor allem gerade so menschenleer. Besser geht's, glaube ich, gar nicht. Nice. Ja Leute, eigentlich war der Plan an der Grand Anse von La Digue einen geilen Fisch zu essen, direkt vom Barbecue. Jetzt sind wir aber wieder in der City und zwar haben wir uns dazu entschieden, einmal im Fish Trap zu halten. Und ich habe heute Morgen den Chefkoch gesehen, wie er die Fische gekauft hat. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mal kurz hier zu halten und das Restaurant für euch zu reviewen, weil es, glaube ich, auch das einzige Restaurant ist, was auf jeden Fall immer auf hat. Das heißt, wenn ihr hier nach La Digue kommt, seid ihr direkt am Hafen gut bedient und könnt hier, glaube ich, bis 9 oder 10 Uhr abends essen, Cocktails trinken und es war jetzt nicht mega on a budget und es ist jetzt nicht die mega local experience, aber dennoch gibt es hier richtig gutes kreolisches Essen und das checke ich jetzt mal ab. Schon mega Hunger und später gibt es dann auch nochmal ein richtig gutes Barbecue bei Che Mera. Deswegen kurze Snackpause. So Freunde, Red Snapper gibt's heute, Catch of the Day mit Reis und ein bisschen Salat an der Seite. Dann haben wir noch Fried Calamaris mit so einer richtig geilen Garlic Sauce. Und der Kollege hat sich noch hier Prawn Curry gegönnt, ne? Das sieht auch super, super gut aus. Yum, yum. Ich würde sagen, haben wir uns auf jeden Fall verdient. Kurz vor dem Dinner bei Mera, ne? Delicious. Kleiner Snack.
some fritters. Okay. And this is some fish fritters. Fish fritters? Yes. Wow. So this is all Creole, yeah? Yes. Boah, Leute, das riecht so gut. So, unser Airbnb-Host Mela macht uns gerade richtig geiles kreolisches Dinner. Es gibt Fish fritters, eggplant fritters. Eggplant fritters, yes. Rice with some... So this is for my dog. Fish. Ah, okay. Yeah. I was like, okay, what is this? So this is your rice, yeah? Okay, thank you. Don't touch it for the dog. Don't touch it for the dog. And your peaches. But this is not for your dog. This wow. Okay, this great. Looks great. But if it's some garlic, ginger, some fresh parsley, some fresh thyme, one chili, lemon, onions, wow. In the banana leaves. In the banana leaves and yes. Then on the barbecue. Yes. Sounds delicious to me. Thank you so much. You're this welcome. Looks really great. So Leute, ich habe mich so sehr gefreut auf diesen kreolischen Abend. Einfach bei einer Einheimischen. Die hat uns alles zubereitet. Wir haben hier einen Fisch. Sie hat gerade erzählt, womit sie das zubereitet hat. Habe ich schon ganz vergessen, aber ich werde es auch lieben. Dann haben wir hier Fish Fritters, Eggplant, also frittierten Fisch und Aubergine. Hier haben wir noch so ein Chutney, das sie gerade selber gemacht hat. Ein bisschen Reis. Und ich habe mir gerade noch was Neues gegönnt. Und zwar Takamaka Rum and Ginger Cocktail. Huh? Looks great. Thank you so much, Mera. You're welcome. It was a pleasure to be here and hopefully there will be more guests in future. Thank you very much. Leute, kommt auf jeden Fall vorbei. Delicious dinner. Thank you. Let's eat. So, mein Lieben, ein letztes Mal von Ladik. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet so ein paar Informationen entnehmen aus dem Video. Leider wurden wir so ein bisschen vom Pech verfolgt und zwar hat uns morgens ja ein tropischer Regensturm erwischt. Dann hatte noch das Restaurant geschlossen an der Grand Anse. Aber ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Vibes vermitteln und ja, vielleicht so ein paar Infos für euren nächsten Trip. Wie gesagt, die Airbnb, die wir besucht haben, ist einfach nur traumhaft. Mera ist super herzlich und hat uns noch ein tolles Abendessen gezaubert. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wir sehen uns direkt im nächsten Video und da es hier so schön war auf Ladik, blende ich euch jetzt nochmal ein paar Beauty Shots ein, genießt es und wir sehen uns im nächsten Video, haut da rein, tschaußen. Sonnenuntergang.